Hey ihr Jimmys, was geht ab? Hier ist wieder euer Peterle. Und ja, gestern hatten wir ein Fußballspiel und wir haben im Moment so wenige Leute, weil wir richtig viele Verletzte haben, dass ich meine Tasche mitgenommen habe und dann gespielt habe. Und das alles einen Monat kurz nach dem Handbruch. Ich habe meine Schiene auch ausgezogen, weil ich kann wieder einigermaßen alles bewegen. Manchmal zieht es so ein bisschen. Und da hatte ich gestern mega Stress mit meinem Vater. Hab dann so gesagt, ja, wir haben halt Fußballspiel, ich habe auch meine Tasche mitgenommen. Und dann rastet er so völlig aus und sagt, was? Und Play und bla. Ich kann das schon verstehen, weil seit dem Knie, ich nörgel immer rum und sag, oh, mir tut alles weh immer nach dem Spielen und dies und das. Und ich spiele immer weiter, weil ich kann nicht aufhören, mich juckt's immer. Ja, und da hatten wir gestern ein Spiel. Und ja, es war ein Testspiel, es ist das letzte Testspiel jetzt vor der neuen, vor der Rückrunde jetzt, die bald losgeht. Und das habe ich natürlich alles gefilmt, das zeige ich euch jetzt. Kann ich aber nicht versprechen, ob man mich in dem Videomaterial sieht, denn ich habe es selber noch nicht geschaut. Also, viel Spaß! Sauber, Jungs! Schön! Hier 1 gegen 1 jetzt! Ja? Oh! Sauber, Junge! Schießen! Ja, sauber, Junge! Jungs, schieben! Hoch rein, hoch rein! Julian! Ihr dürft den nicht verlaufen lassen. Nein, nein. Nein, Fuß! Nein, nein. 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 Gut, MB, Junge! Peter, wenn ich wieder. MB, Junge! CK! Bitte! Marc, mach vor, du Stürmer jetzt. Ball kommt wieder. Ist natürlich Messi, ne? Ja! Schau, Junge! Leute, wisst ihr, was auf dem Kunstrasen nicht ausbleibt? Eine Schürfwunde durch eine Gerätsche. Ich habe eine zugezogen am Oberschenkel. Das geht von, ja, es ist ziemlich groß. Also mal vom Arsch an, so runter. Und hier habe ich gestern Palle gezeigt und seine Reaktion sah so aus. Guck mal. Junge! Krass, oder? Was geht denn ab bei dir? Junge, ich habe eine Gerätsche gemacht. Oh, Palle, irgendwann kann man mit dem Rollstuhl hier durch die WG fahren. Ich sag's dir, ohne Witz. Ich kann, nachdem wir das eine Mal trainieren waren, nicht den Arm strecken. Das ist das Krasseste, was ich momentan machen kann. Ist nicht dein Ernst? Ohne Witz jetzt? Ja, das ist einfach nur, weil hier ein Muskelkater drin ist. Soll ich das mal kurz? Nee, Digga. Das sind Schmerzen ohne Ende, ne? Ja, Leute, das war's vom Fußball-Vlog dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns die Tage wieder. Und ja, ich hoffe, dass da noch ein paar Fußballsachen kommen werden. Es stehen ein paar coole Sachen an in der nächsten Zeit. Ja, schönen Abend noch. Haut rein. Tschaußen.